Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 18. Der fünfte Spieltag wartet heute auf uns. Wir sind zu Gast in Köln und natürlich begrüße ich an dieser Stelle den lieben Lomdom Silver zu dieser Folge. Vielleicht schaut er rein. Das ist der Stand der Tabelle. Eintracht Frankfurt, also auf Rang 1, 2 Punkte vor Bayern und eben vor jenem FC Köln, die die ersten 4 Spieltage also auch richtig gut aufgespielt haben. Bisschen anders als in der echten Bundesliga-Saison, wo es ja doch ganz anders aussieht. Von den Abwehrschlachten her, die besten Abwehren der Liga. Die Eintracht ist auf Rang 1 mit gerade mal 2 Gegentoren, während Köln auf Rang 2 platziert war. Heißt also, wir haben heute zwei Teams oder die beiden besten Mannschaften, was die Abwehr angeht. Hier sehen wir die Aufstellung des 1. FC Kölns mit Horn in der Abwehr. Dann Rausch, Meret, Marot und Olowski. Inouye, Lehmann, Höger und Jojic. Und im Sturm Osako neben Córdoba. Also zwei ehemalige Eintracht-Spieler mit Takashi Inouye und Matthias Lehmann. Noch dazu habe ich da gesehen der gute alte Kessler auf der Bank. Der ehemalige Torwart von Eintracht Frankfurt. Also viele alte Bekannte, die sogar ich noch kenne. Und hier die Aufstellung von der Eintracht heute leicht verändert. Radetzky im Tor, dann Willems, Fayet, Hinteregger und Jung. Mascarell heute neben Inan. Vorne rechts Barkok statt Fabian. Lestien, Boateng und Allaire bleiben im Sturm erhalten. Damit also Marco Fabian und De Guzman heute nur von der Bank aus. Carlos Salcedo fehlt nach der roten Karte im letzten Spiel komplett. Für ihn sitzt also Cardoso auf der Bank. Ja, und damit also Anstoß in Köln. Die Kölner in Weiß-Rot von links nach rechts. Frankfurt in Schwarz von rechts nach links. Wir spielen wieder auf Weltklasse. Übrigens habe ich mal nachgeguckt. Der liebe Pascal, a.k.a. Terrolpi, a.k.a. der Pai, hat mir, ich meine, er ist ja immer der beste FIFA-Spieler aller Zeiten, das wissen wir alle, hat mir erzählt, es gäbe einen zweiten Schwierigkeitsgrad, der extra für die Torhüter praktisch, die Torhüterstärke bestimmt. Mag es geben eventuell, gibt es aber hier im Karrieremodus nicht. Also ich habe extra nochmal nachgeguckt, nicht dass es daran lag, dass ich eben so viele interessante Tore geschossen habe, sag ich mal. Und hier ist die nächste Chance. Und da ist der Treffer für Eintracht Frankfurt. Führung für die SGE. Und ich glaube, es war Sebastian Allaire, der Franzose, tatsächlich mit seinem zweiten Saisontor. Und ich meine, ich spiele auf Weltklasse. Jetro Willems mit der Vorarbeit. Der erste Schuss von Allaire wird noch geblockt. Und den zweiten pfeffert er in den Winkel. Schönes Tor des Franzosen. Timo Horn natürlich ohne Chance aus dieser kurzen Distanz. Den kann er nicht halten. Und Allaires zweiter Saisontreffer. Das ist doch mal ein guter Einstand. Und das gegen, wie gesagt, die zweitbeste Abwehr der Liga. Bislang zumindest, nach 4 Spieltagen. Das ist doch mal ein Einstand hier. Mascarell. Gleich auf dem Posten. Jetzt Lestien. Wieder Oma Mascarell. Mit dem Pass. Vor auf Allaire und der mit dem Fehlpass. Schade. Jetzt Köln bemüht darum, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen. Ah, und da kriegen sie Osako durchgesteckt, aber Radetzky mit einer Glanztat. Klasse gehalten von Lukas Radetzky gegen den Stürmer aus Japan. Gute Parade des Finnen, wichtig. So, Ecke. Gut abgewehrt. Ja, Achtung, da müssen wir nochmal hin. Da ist noch gar nichts sicher. Und Lestien erstmal raus den Ball.
Auch wenn wir dadurch natürlich den Gegner gleich wieder rankommen lassen. Schön. Ich glaube, Boateng war es, aber faul gepfiffen. Sah jetzt für mich nicht nach einem Foul aus, aber okay. Und sie führen das Ganze langsam aus. Ist natürlich ein guter Ball jetzt. Den kann man schön reinzirkeln und dann eventuell mit dem Kopf einnetzen. Also Achtung. 18. Spielminute. Gute Chance jetzt für den ersten FC Köln. Jujic wird die Standardsituation treten. Oh, schießt dann doch direkt, aber verzieht deutlich. Damit bleibt es also weiterhin beim 1:0 für die Eintracht. Und Lukas Radetzky jetzt mit dem Abstoß für die Hessen. Kurz gespielt auf Simon Fayette. Der auf Hinteregger. Jung. Auf Barkok. Inan. Omar Mascarell. Willems. Auf Boateng. Wieder Mascarell. Selçuk Inan. Sebastian Jung hat ein bisschen Platz, aber der Schuss war natürlich schwach. Gar nicht gut getroffen von Sebastian Jung. Und damit jetzt aber Einwurf, weil Köln ja mehr oder weniger im Bedrängnis den Ball rausklärt. Jung. Mascarell. Ah, Pass kommt nicht an auf Lestien. Jetzt nochmal Mascarell. Schön nachgesetzt von Selçuk Inan per Kopf. Mascarell mit der Flanke. Was war das denn für ein Flankenball, ey? War ja gar nichts. Jetro Willems jetzt. Ah, nicht gut. Nicht gut da mit dem Dribbling. Und Lestien verliert den Ball leider auch. Inan, wunderschön gekrätscht. Holt sich die Kugel zurück. Barkok. Auf Jung. Na, der versucht da Barkok zu schicken, aber der lief leider einfach nicht. Und damit wieder Köln im Ballbesitz. Mascarell auf Inan. Willems. Lestien vor auf Aller. Der nochmal zurück zu Selçuk Inan. Jung, nochmal nach vorne. Diesmal wäre Barkok gestartet. Aber der Pass kommt nicht durch. Jetzt Achtung, die Kölner jetzt. Mit Tempo. Hinteregger, aber dazwischen. Nimmt er einiges von diesem Tempo und Schwung raus. Ah, Flanke kommt. Flanke kommt. Und da ist das Tor. Matthias Lehmann ist es sogar. Der Kapitän der Kölner. Ex-Frankfurt-Spieler mit dem Ausgleich. Und natürlich ging das viel zu einfach. Ich glaube sogar Inui gibt die Vorlage. Und dann steht Matthias Lehmann in der Mitte komplett frei. Fayette kann ihn nicht aufhalten. Ja, und Radetzky sieht nicht... ja, nicht wesentlich schlechter aus als viele andere Torwerte in dieser Saison bis jetzt aussahen. Wir haben ja schon einige kuriose Tore gesehen. Das hier zählt dazu. Matthias Lehmann also mit dem überraschenden Ausgleich für den ersten FC Köln. Bislang lief ja nichts zusammen. Jetzt aber der Ausgleichstreffer. Inan. Auf Kevin Prince Boateng. Oh, der bleibt da gleich mal hängen. Ja, jetzt ist das Momentum doch real, oder? Schauen wir mal. Jung holt sich erstmal den Ball zurück. Sehr gut. Jetro Willems. Auf Lestien. Boateng. Selçuk Inan. Jung. Kevin Prince Boateng hat ein bisschen Platz, hat ein bisschen Raum. Auf Barkok. Na, und der mit dem Fehlpass.
Auch noch kurz nachdem der Schiri da den Vorteil wieder hat laufen lassen. Hat Vorteil angezeigt, aber dann gab es halt nicht den Freistoß. Jetzt der lange Ball auf Inouye, aber abseits. Kurz vor der Hälfte nochmal hier die Abseitsstellung. Ja, schön reinlaufen lassen von Jung. Ist einfach stehen geblieben. Passt. Barkok. Und das war's. Erste Hälfte ist vorbei. Eintracht Frankfurt geht früh in Führung. Köln macht den Ausgleich 1:1 in der ersten Pause. Enttäuschte Gesichter auf Seiten der Frankfurter. Völlig verständlich, denn sie hatten deutlich mehr vom Spiel. Köln nicht wirklich mit einer wirklichen Chance. Außer halt dieser einen. Und die hat Matthias Lehmann grandios verwandelt. Es ging zu einfach, definitiv. Hier sehen wir nochmal die Highlights des Spiels. Das 1:0 durch Sebastian Haller. Mit Sicherheit ein bisschen glücklich, ganz klar. Aber hat er gut gemacht. Timo Horn war da chancenlos. Ah doch, hier war noch eine Chance. Stimmt, hast recht. Osako mit der Großchance. Alleine war er da auf Radetzky zugelaufen. Doch der Finne behält die Oberhand. Und dann hier die Flanke von Inouye. Und der anschließende Kopfball von Matthias Lehmann. Und damit der Ausgleich für den ersten FC Köln. Und wenn man dann doch mal auf die Chancen guckt, ist es doch gar nicht mal so unfair, ne? Oder so, ja, unverdient. Denn wir hatten eine Chance, haben die genutzt mit Haller. Aber Köln hatte dann doch die größeren Großchancen. Die hatten ja noch diese Chance durch Osako. Also theoretisch hätten wir uns nicht mal beschweren dürfen, wenn wir hier jetzt zurücklägen. Das ist wirklich so. Kevin Prince Boateng. So, die Eintracht gleich mit Druck nach vorne. Die Flanke war aber gar nichts. Innern jetzt. Omar Mascarell mit dem Wegschuss gleich mal zum Beginn der zweiten Hälfte. Da hat nicht viel gefehlt. Schön Volley genommen. Aufsetzer. Aber dann leider doch ein bisschen schwach getroffen. Nach der guten Ablage von Selçuk Innern. Timo Horn mit dem langen Ball. Also, wir müssen hier definitiv aufpassen. Köln kann was. Oh Gott, Fayette. Den Ball da nicht rechtzeitig weg. Sebastian Jung. Auf Barkok. Pietro Willems. Ah, verliert da den Ball. Darf natürlich nicht passieren. Komm, den musst du haben. Und Willems bügelt seinen Fehler aus. Jetzt Sebastian Jung. Boateng. Seitenwechsel auf die linke Außenbahn. Lestien. Und Sebastian Jung. Schön, wie die Eintracht jetzt den Ball laufen lässt. Jung über die rechte Außen. Wird da gezerrt, wird gezogen. Dürfte Freistoß geben für die Eintracht. Und es gibt den ersten Wechsel. Marcel Risse kommt beim ersten FC Köln. Für ihn geht raus Miloš Jožić in der 59. Spielminute. So, Barkok sollte jetzt vielleicht den Freistoß nicht treten. Wir lassen das Ganze mal innern machen, wie immer. Selçuk innern, rein den Ball und geklärt von Köln. Omar Mascarell über die linke Außenbahn. Ist nicht so seine Lieblingsspielwiese, das hat man gemerkt. Innern, jetzt auf irgendwen, der da so ein bisschen lediert ist, Boateng scheinbar. Hat da wohl irgendwas abbekommen. Der Doppelpass mit Haller klappt nicht ganz wie gewünscht. Und Boateng, der beißt auf die Zähne. Er kämpft diesen Ball hier nochmal. Barkok. Bleibt am Ball. Boateng. Mit dem Steilpass. Auf Barkok. Barkok auf Kevin Prince. Boateng, Horn hält. Nochmal Lestien. Boateng ganz frei und nochmal Timo Horn. Was für eine Riesentat des Kölner Schlussmannes. Wahnsinn.
Die Eintracht drückt. Die Eintracht kommt zu Chancen. Aber Köln hat Timo Horn. Haller. Auf Sebastian Jung. Inan. Nochmal rausgespielt auf Jetro Willems. Ja, und die Eintracht macht jetzt richtig Druck. Wille. Oh, gibt Ecke, oder? Gibt Abstoß? Was? Okay, interessant. Ich würde sagen, wir machen mal einen Wechsel. Wir nehmen mal einen Wechsel vor. Es gibt hier nämlich schon einige, die so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Leider haben wir keinen Rechtsverteidiger mit dabei. Sonst hätte ich gesagt, lass uns mal den Dingens einwechseln. Wir wechseln mal Nakagawa ein. Für Barkok, der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Um Gottes Willen. Seid mir jetzt nicht böse. Ja, Alex Meyer, ne? Ist halt so eine Sache. Ich würde ihn gerne mal wieder spielen lassen, aber hier und heute wäre es echt sinnlos. Wir lassen es mal dabei. Nakagawa kommt für Barkok. Iroto, Nakagawa, also jetzt neu im Spiel, rausgeht. Ayman Barkok bei der Eintracht. Gutes Spiel heute von Barkok. Sein erster Einsatz in der, ja, in der regulären Spielzeit, hätte ich fast gesagt, in der Hauptsaison. Und wie es aussieht, hat Kevin Prince Boateng wohl doch eine stärkere Verletzung. Zumindest wird es da oben angezeigt, sodass es diesen Schluss zulässt. Inan. Schön den Ball abgelaufen. Jetzt der Steilpass hier von Mascarell auf Lestien. Maxim Lestien, der ist flink am Ball. Lestien, nochmal zurück und das war zu viel gewollt. Mascarell, schön, Nakagawa nimmt den Ball super an. Hiroto Nakagawa. Jetzt Sebastian Jung. Und Nakagawa steht falsch, ist im Abseits, schade. Artyom Rudnevs kommt nun auf Seiten der Kölner. Also ein weiterer Stürmer. Inui geht raus. Damit also nochmal eine etwas offensivere Aufstellung des 1. FC Köln. Und das war jetzt kein guter Freistoß. Nakagawa auf einmal. Ah, oh, der ist aber so schnell und wendig. Der verliert eigentlich den Ball und kriegt ihn trotzdem nochmal. Ecke für Eintracht Frankfurt. Und Nakagawa, der bringt richtig Tempo rein. Selçuk Inan jetzt. Bringen sie, Junge, bringen sie. Und da ist der Kopfball. Timo Horn nochmal. Nochmal die Chance und wieder Timo Horn. Das gibt es nicht. Auch den Nachschuss von Maxim Lütjen hält Horn sicher. Córdoba geht jetzt raus auf Seiten der Kölner. Und Zoller kommt rein. Der Ex-Lauteraner. Jetzt nächste Ecke. Inan Fayet mit der Chance. Aber nix wird's. Mit einem weiteren Tor. So, ich würde sagen, wir wechseln nochmal. Fabian kommt für Boateng. Und komm, Alex Meyer kommt jetzt dann doch mal rein. Es wird Zeit. Haller seit seinem Tor wieder untergetaucht, leider. Und auch bei so Eckbällen oder sowas, da erwarte ich einfach mehr von so einem Boliden da vorne drin. Und jetzt der große Pass auf Artyom Rudnevs, aber ich glaube, es war eh abseits, ne? Jetzt also der Doppelwechsel. Alex Meyer, Fußballgott, kommt für Sebastian Haller. Und Marco Fabian geht rein für den angeschlagenen Kevin Prince Boateng. Freistoß erstmal jetzt für die Eintracht. Mascarell, Hinteregger, Fayet. Jetzt Jetro Willems. Fabian. Auf Alex Meyer. Ah, verliert er gleich mal den Ball. Schade. Jetzt Köln auf dem Weg nach vorne. Hinteregger. Macht das zum Glück gut. Jung. Nakagawa, der wird gleich gedoppelt. Jetzt Fabian, schickt Alex Meyer, Alexander Meyer mit dem Tor, 90. plus 1, Alex Meyer, Fußballgott, schlägt zu und Eintracht Frankfurt führt.
Krass. Aber sträflich verteidigt von der Kölner Abwehr. Schönes Bild, by the way. Ganz, ganz toll. Sträflich verteidigt. Marco Fabian mit dem Steilpass. Klar war der Pass gut. Alex Meyers Abschluss ebenfalls. Aber der darf doch nicht so frei da durchlaufen. Ich meine, der ist jetzt noch nicht einmal der Schnellste und wird da so freigelassen. Ein Geschenk für einen wie Alex Meyer und damit die Führung für Eintracht Frankfurt. Alex Meyer eingewechselt und direkt mit seinem Tor. Krass. Einfach nur krass. Ganz ehrlich. Und jetzt die letzten Sekunden, die letzten Minuten dieses Spiels. Und das war's. Eintracht Frankfurt gewinnt auch das 5. Saisonspiel in Köln. Es war ein knappes Spiel. Köln hat gut dagegen gehalten. Allen voran Timo Horn hat heute eine unfassbar starke Begegnung gespielt. Aber auch Selçuk İnan, den wir hier mit der Kapitänsbinde sehen, hat eine sehr gute Partie heute gemacht, fand ich. Und unsere beiden Stürmer treffen für die Eintracht. Sebastian Haller mit der Führung und dann Alexander Meyer, unser Fußballgott, mit dem Siegtreffer. Hier sehen wir nochmals 1-0 durch Haller. Dann der Angriff von Köln mit Osako, dem Ex-60 München-Spieler, der hier allerdings an Lukas Radetzky scheiterte. Dann der Ausgleich, überraschend, Matthias Lehmann mit dem Kopfball nach einer guten Vorarbeit von Inouye. Der Kapitän der Kölner hat das einfach nur souverän gemacht. Doch dann kam nach dem Seitenwechsel die Eintracht. Omar Mascarell mit dem ersten Versuch. Dann hier Lestien auf Boateng. Da gab es viele, viele Chancen. Und Timo Horn hat brillant gehalten. Unter anderem hier. Auch wenn sein Bein durchs Tor glitscht. Das war kein Foul. Dann hier nochmal die Chance. Hinteregger auf Lestien. Der mit dem Dropkick. Und wieder Timo Horn. Der einfach eine unfassbar starke Begegnung spielte. Und dann der entscheidende Pass, der entscheidende Stellungsspielfehler in der Abwehr und auch von Höger. Und dann Alexander Meyer, Fußballgott, wie sie ihn nicht umsonst nennen, mit der Entscheidung. 2-1 Sieg für Eintracht Frankfurt. Ja, und im Endeffekt geht das auch von der Statistik her sehr in Ordnung, muss man sagen. Das war eine ordentliche Leistung heute. Damit also Sieg für Eintracht Frankfurt. Sperre für Salcedo ist natürlich jetzt abgelaufen. Und dann würde ich sagen, oh, Training gibt es gar keins. Das heißt, wir sehen uns ohne Patreon-Gedönse gleich in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Spiel gegen Red Bull Leipzig. Und das wird mit Sicherheit kein einfaches. So, Slobodan Medojevic ist Stuttgart ist bereit, Medojevic zu kaufen. Mhm. Okay, das werde ich mir mal überlegen bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut! Euer Fritte. Ciao, ciao.